Ja, hallo liebe Leute, zur 45. Folge Checked Alliance 3. So, wie angekündigt, habe ich ein bisschen laufen lassen, ein paar Gegenstände repariert und eine Miliz ausgebildet. 8 Veteranen, mehr geht nicht hier rein. Jetzt gucken wir doch gleich mal, dafür habe ich sogar extra den Bravo-Trupp hier hochgeholt mit Raider, damit das zügig geht. Und dass ich ein paar Items tauschen kann. Ich habe mir jetzt auch wieder 10 Kräutertabletten zugelegt von Thor. In der Hoffnung, dass ich sie diesmal wiederfinde und nicht wie die letzten irgendwo liegen, liegen lasse. Bravo Drupp geht wieder hier runter ins Chalet de la Paix, weil da rollt schon die nächste Angriffswelle. Und wir gucken jetzt hier mit unserem Alpha Drupp mal in den Sektor rein, ob die Leute jetzt zufrieden ist. Wir sollten ja eine Miliz ausbilden. Wir können das vielleicht auch mal kurz in den Infos gucken. Das müsste eigentlich... Ja, ist jetzt hier schon das mit der Miliz verschwunden. Da steht jetzt, das Biest kann jetzt davon überzeugt werden, außerhalb von Illimorat gegen die Streitkräfte der Legion zu kämpfen. Vielleicht haben wir es schon, aber ich gucke jetzt trotzdem mal in den Sektor rein, was Vlad zu der Sache sagt. Von dem haben wir ja den Auftrag gekriegt, mehr oder weniger. Da steht er schon. Wir reden mal mit ihm. So, genau. Er sagt genau das, was wir schon vermutet haben. Sie sind jetzt selber Biester. Sie brauchen das Eigentliche nicht mehr. Kann uns jetzt noch was erzählen? Wahrscheinlich auch ein Ex-Mensch. I'll tell you this. She's got the heart of a warrior and the spirit of an angel. Even though we're separated, I'm always going to help her protect. Okay, okay. Wart ein Paar? Wieso kriegen wir jetzt diese Gesprächsoption? Aber gut. It's not uncommon when you think of it. Damit bin ich wohl der Schöne. Kann man so sehen, ja. Gut, dann gehen wir mal zum Biest und überzeugen sie. Ich weiß nur nicht mehr, wo die war. Das war ihre Hütte hier oben, oder? Oder steht's in der Quest? Nope. Das Biest. C14, ne? Ja, das war hier, genau. Dann gehen wir jetzt da hoch. Oh Gott, da fahren die mit dem Schiff ganz außen rum. Naja, wenn's am schnellsten geht. Warum nicht, ne? Our destination is within reach. Hier rum und dann mit dem Schiff da oben rum. Ja, das Geld dazu musst du haben. Ne, Moment. Wieso habt ihr jetzt hier angehalten? Weiß ich jetzt nicht. Weiter geht's. Gehen wir mal hier hoch zu ihr. So. Dann gucken wir mal, ob wir sie jetzt dazu kriegen, gegen die Legion zu kämpfen. Und dann greifen wir die Diamantenmine an und gucken mal, ob sie uns auch hilft. Na, das ist der Plan. Huch, wieso steht hier jetzt plötzlich eine Kiste? Habe ich die das letzte Mal übersehen? Schlosserwerkzeug ist kaputt. Wie schade. Oh Gott, noch ein Mörser. Schlosserwerkzeug kaputt. Ja, wir haben immer noch eins. Das ist gut. Und dann müssen wir halt mit Brechstangen arbeiten. Wir haben ja Leute mit genug Kraft. Das geht auch noch. So, hier steht sie. Die alte Omi. Jetzt wieder schön nett und friedlich. Gucken wir mal. Are you eating well? Essen wir genug? Hat's noch Kekse? Hat's noch Kekse? Naja, werden sie sich mit uns gegen die Legion verbünden? Now that my people are safe, I was thinking. Do you know the only remaining reward for being the beast? You just get to be the beast. So I will unleash my true self and show it to all of Grand Chien. Oha. Tschüss. You see Vlad? Remind him to eat and sleep. Das vergisst er gelegentlich. Na gut. So, damit haben wir Ergebnis, das Biest hilft dabei, den verfluchten Wald zu beschützen. Ja, ich dachte jetzt auch mehr. Na gut. Wo hat's noch Skulpturen? Hier ist noch eine Skulptur. Das müsste dann auch die letzte sein. Da gehen wir jetzt sowieso hin. Das heißt, wir marschieren wieder hier runter mit unserem Trupp. Stoßen wahrscheinlich mit der Legion zusammen. Das nehmen wir aber mit. Ja, das knallt. Wie wir haben genau getroffen. Dann nehmen wir das halt noch mit. Es ist Nacht und es ist Nebel. Das ist Dr. Q-Zeit. So, wir müssen gucken. Die Gegner kommen aus Norden. Wo ist Norden? Hier oben. Von da oben kommen die. Okay, wie das letzte Mal auch. Das passt ja. Okay. Yes? What is it?
dann nach hier hinten. Barry geht schon mal ein Stück nach vorne. Der Rest verteilt sich hier schon mal ein bisschen. So, jetzt kommt... Oh, sie kommen von da. Von da kommt aber auch einer. Oder zwei. Da schmeißen wir mal eine hin. Hallo? So, der eine ist geplatzt. So, das waren aber nur fünf Stück. Irgendwo sind noch drei mehr. Na gut, kriegen wir aber schon hin. Barry macht den mal vollends weg, denke ich. Der dürfte Nebelstreifschuss. Zu wenig AP, okay. Gut. Wir haben ja aber Thermalfernrohre. Das müsste... Ja, wir sehen ihn. Wir sehen sie überhaupt nicht. Okay. Magic sieht welche. Dann müsste das mit einem Thermalzielfernrohr aber auf jeden Fall gehen. Haben die noch ihre Nachtsichtgeräte auf eigentlich? Ja, haben sie. Das ist gut. Dr. Q kommt gleich mal ein bisschen ran. Ist ja noch verborgen. Zieht den Kopf ein. So, Moppy kann hier aktuell nichts tun. Den bringe ich mal hier vor. Vielleicht zieht er ihn da noch. Ja, dann kriegen wir ihn auch noch weg, denke ich. Oberkörper müsste reichen. Ha, eins hat gereicht. So, und mit Scully kommen wir mal hier rüber. Scully ist nicht verborgen? Warum nicht? Machen wir. So, Kopf einziehen. Jetzt ist nur noch Sydney übrig. Sydney sieht niemanden. Komm mal noch ein Stück nach vorne. Jetzt zieht er beide. Na, jetzt kriegen wir aber keinen Kill mehr hin. Dann bleibt er einfach hier. Beende den Zug. So, die wissen ja noch gar nicht so richtig, wohin, ne? Außer auf Barry. Barry wissen sie. Da können sie ruhig schießen. Den treffen sie in 100 Jahren nicht. Hinter den Stämmen. Nee, irgendwo sind noch drei. Ja, da oben kommt noch einer. Oh! Eieiei. Barry schießt zurück. Okay, trifft aber auch nicht. Moppy maßregelt schon wieder. Das... Das kann er. So, wie ist denn das? Komme ich da jetzt ran mit Dr. Q? Ja, ne? Locker. Ich guck erstmal, ob Sydney hier einen wegkriegt. Yep. Dann nimmt Dr. Q den übrigen. Weg damit. So, dann kannst du hier wieder in Deckung gehen. Ah, das ist gar keine Deckung. Ungünstiger Platz. Naja, du bleibst hier. So, dann bringen wir mal Scully nach vorne. Magic auch. Vielleicht kommt noch irgendjemand in Reichweite. Sieht aber nicht so aus. Ah, Moppy sieht ihn. Wieso sagt denn keiner was? Mit Thermalzielfernrohr ist Nebel nicht das Problem. Weg damit. Barry bleibt einfach hier liegen. Da liegt er ja ganz gut. Da kommen nämlich noch zwei. So, der schießt jetzt auf Dr. Q. Schön in den Baumstamm. Ah, Dr. Q reicht's nicht. Da kommen wir jetzt aber auch nicht ran. Das mögen sich jetzt die anderen drum kümmern, die niemanden sehen. Jetzt. So, Magic. Weg damit. So, einer müsste noch da sein. Genau. Erstmal wieder verbergen. Den letzten müsste ich eigentlich mit Dr. Q relativ einfach kriegen, wenn ich jetzt wieder verborgen bin. Da müsste irgendwo hier oben noch rumstehen. Den finden wir schon noch. Moppy hat einen. Ah, da hinten kommt er. Der kommt von der anderen Seite. Der hat überhaupt nichts mitgekriegt. Na gut. So viel dazu. Da kommt das Biest. Du kommst ein bisschen spät, Schätzchen. Du kommst ein bisschen spät. Aber die ist jetzt immer dabei, wenn wir irgendwo kämpfen. Das ist ziemlich cool. Aber die stand wohl da hinten rum irgendwo. Wir haben die zu schnell weggemurkst. Aber dann bin ich gespannt, ob die uns jetzt auch in der Mine hilft. Das wäre cool. Da könnten wir sie brauchen gegen die Armee. Reden können wir nicht mit ihr. Okay, die ist wirklich nur hier zum Kämpfen. Gut. Dann gehen wir hier runter. Achso, der Weg ist sowieso noch drin. Wir sind ja nur abgefangen worden. So, ist jemand müde? Es ist keiner müde. Dann gehen wir weiter. So, 6 gegen 11. Fetter Armeetrupp.
Geh mal rein. Es ist nicht mehr Nacht. Jetzt müssen wir dran denken, die Dings auszuziehen hier, die Nachtsichtgeräte. Machen wir gleich mal als erstes. Scully. So. Moppy. So. Und Magic. So. So, wo fangen wir denn an hier? Wahrscheinlich hier hinten auf dem Steg. Das ist der beste Platz. Da steht schon der erste. Dann gucken wir uns mal die Gegend an. Wir haben keine Infos. Hier hinten ist ein riesiges Haus. Mehr gibt es hier tatsächlich gar nicht, ne? Ich komme hier an einer sehr ungünstigen Stelle rein, muss ich sagen. Vielleicht stelle ich meine Leute doch nach hier vorne. Weil ich glaube, es geht nur hier vorne raus, ne? Machen wir das mal so. Moppy kann hier hin. Los. Kopf runter. So, was haben wir für eine Quest? Sydney sollte einen Kill erzielen und im Konflikt niemals Schaden erleiden. Das kriegen wir hin. Wir looten erstmal hier, wenn wir schon da stehen. Nehmen die Munition noch mit. So, und dann verteilen wir uns mal ein bisschen. Ich glaube tatsächlich auch... Ah, da hinten wird hoffentlich keiner sein, oder? Das riecht halt schon nach einem Gegner für Dr. Q, ne? So alleine, wie der hier rumläuft. Ich hoffe, da liegen nirgends Minen. Aber wir gehen mal hier rein. Ja, der kommt jetzt hier rum. Sydney hier rüber. Gucken wir doch mal, ob Sydney nicht gleich seinen ersten Kill machen kann. Yep. Da haben wir schon die Quest halb erledigt. Er darf ja keinen Schaden kriegen. Und es hat es niemand gemerkt. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Müssen wir hier hinten rum? Da können wir flankieren, ne? Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Das ist doch mal was für... Oh, hier kann man eine Skulptur aufbauen. Machen wir gleich mal. Dann haben wir das nämlich auch gleich erledigt. Sehe ich gerade. Komm, Dr. Q, du gehst hier hinten rum. Sie sehen einen. Oh, da steht noch einer. Okay, wir kümmern uns gleich drum. Wieso kann ich mit Dr. Q eigentlich nicht? So, bau mal das Ding hier auf. Magic. Danke. So. Dann kommst du wieder hier runter. Mit Sydney, sage ich schon. Wir haben eine Zange dabei, ja. Gehen wir mal hier hinten rum. Ich würde tatsächlich... Wo ist Barry? Den bringen wir mit. Der muss nach Minen gucken. Nicht, dass da hinten Minen liegen vom Zaun. Das ist immer... Wer wird gesehen? Moment, wen sieht er denn? Ah, eine Leiche. Ah, okay, okay. Na gut. Dann geht's halt jetzt doch schon los. Schade, ich dachte, ich kann die Leute noch hinten rumbringen. Außer Moppy macht ihn gleich weg. Vielleicht ist dann wieder vorbei mit Kampf. Ja, leider nicht. Weil der da oben auch auf uns aufmerksam geworden ist. Okay. Beziehungsweise nicht auf uns, sondern auf die Leiche. Aber vielleicht kann Sydney da noch was tun. Vielleicht kommen wir dann aus dem Kampf. Auch nicht, ne? Ach, da ist das Biest. Das Biest ist schon wieder da. Sehr schön. So, Barry geht hier hinten rum. Es ist natürlich schade, mit so Bewegungspunkten kommen wir natürlich in 100 Jahren nicht da hinten rum. Das wird eine Weile dauern. Ich will halt nicht hier an den Zaun hinlaufen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass da halt Minen liegen, ne? Könnte ich mir schon vorstellen. Wir bleiben erstmal hier, würde ich sagen. Mit Magic können wir ja noch ein Stück nach hier vorne. Okay, die sind alle auf uns aufmerksam geworden. Gut, dann beenden wir den Zug. Sie wissen ja noch nicht, wo wir sind. Die laufen hinten rum, die wollen also wirklich hier runter. Das heißt, bis ich mit Barry und Dr. Q da hinten rumgelaufen bin, laufen die sowieso alle in die andere Richtung. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das sind einige. Das wäre schon cool, wenn wir die hätten flankieren können. Naja. Da kommt der Sergeant. Das ist gut. Das ist doch einer für Moppy schon. So, was macht das Biest? Wir haben Zivilistenbewegungen. Und ich bin schon wieder dran. Schade.
Der Kopf ist in Deckung. Ich kann nur die Beine treffen. Warum hat er eigentlich Panzerung? Warum habe ich eigentlich schon wieder keine passende Munition geladen? Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Das gucke ich jetzt mal zuerst nach. Kostet 2 AP. Ich hab doch. Da ist doch Durchschlagskraft leicht. Da ist NATO-Standard geladen. Ah, hab ich schon wieder nichts mehr? Hab ich schon alle Panzerbrechende verballert? Wirklich? Schon wieder alles verballert? Boah, das ist aber bitter. Wenn ich das gewusst hätte, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal herstellen, bevor wir den Major angreifen. Jetzt ist der Kopf immerhin sichtbar durch die Bewegung, das ist gut. Oh, und er hat's überlebt, ne? Damit ist jetzt Moppy aufgedeckt. Aber das ist nicht so schlimm, der ist am weitesten weg. Da reicht aber ein normaler Treffer in die Panzerung. So. Magic mal bitte hier hinter das Zelt. Er sieht einen. Könnten wir auch kriegen. Yep, sehr gut. Und Sydney kommt hier rüber. So, und dann werden wir mit dem guten Barry. Ich mach mal die Verborgenheit weg, dann kann er sich weiter bewegen. Hier hinten sieht mich ja jetzt erstmal niemand. Einfach, dass es ein bisschen schneller geht, dass der mal hier rankommt. So, Zugende. Tja, die beiden hier hinten sind es wahrscheinlich nutzlos. Aber gut, naja, wir sind schon wieder dran. Also, was macht eigentlich das Biest? Das steht immer noch hier hinten rum. Ist auch eine sehr überschaubare Hilfe, ne? So, dann komm mal her. Verbirg dich wieder. Und komm mal nach hier vorne. Okay, da scheint jetzt erstmal nichts zu sein. Dann werde ich mit Dr. Q hier mal ein Loch in den Zaun schneiden. Dann kommen wir mal von hinten, würde ich sagen. Und gucken, ob wir da nicht was machen können. Ja, da steht nämlich schon einer. Sehr gut. Ihr rückt hier weiter vor. Mit Sydney müssen wir aufpassen, der soll ja keinen Schaden erleiden. So, jetzt geht uns hier die Deckung aus. Aber sie wissen ja gar nicht, dass ich hier bin. Von daher müssen wir jetzt auch nicht... Da ist einer. Sehr schön. Dann leg dich doch hin. Dann kannst du den nämlich in der nächsten Runde, denke ich, wegmachen. Da haben wir zumindest ein bisschen Deckung. Dann bringen wir Scully mal vor. Und Moppy werden wir wieder verbergen. Ach, der muss hier außen rumlaufen. Du kannst gar nicht hier rüber. Na gut. Hat eine Beweglichkeit abgestaubt. Davon hat er jetzt auch schon 94. Also, Maschine. Maschine Moppy. So, Zugende. Sie kommen. Das ist gut für uns. Immer ran mit euch. Oh ja, jetzt werden wir aufgedeckt hier hinten wahrscheinlich. Jupp, er sieht uns. Gut. Wir fangen hier rechts an. Sydney. Könnte was werden. Sehr gut. Jetzt hat er keine Ammunition mehr, aber das, damit können wir leben. Magic kümmert sich um den Kollegen hier. Und Moppy kümmert sich um ihn hier. Okay, das ist doch einfacher als ich... Ach so, der hat ja wieder Panzerung. Aber es reicht trotzdem. Sehr gut. Und Scully bewegt sich weiter vorwärts. Ich glaube, viele dürften es aber auch nicht mehr sein. So. Sehr gut. Oh, der muss ganz da außen rumlaufen. Na gut, dann gehen wir erst bis hier, Barry. Gucken wir mal, wer hier oben noch ist. Irgendwo muss noch einer sein. Ich weiß nur nicht, wo. Bleib mal hier. Denke, das passt.
So, Zugende. Irgendwo müssen noch welche sein. Ja, da hinten ist noch ein Scharfschütze. Das ist unangenehm. Oh Gott, Dr. Q! Oh, daneben. Barry könnte. Hm, 3 plus, 3 minus. Könnte eng werden. Wir probieren es, komm. Das war nix. Soll ich sie für dich stillhalten? Ja. So, jetzt habe ich aber 4 plus und 3 minus aufgrund, weil es dasselbe Ziel ist. Vielleicht. Ja, na also. Ich glaube, es ist aber immer noch einer da. Dr. Q geht jetzt mal da hoch. Vielleicht ist noch einer im Haus. So, hier kommen wir sowieso nirgends hoch. Das heißt, wir müssen mit der Truppe sowieso außen rumlaufen. Achso, Dr. Sidney sollte mal nachladen, ne? Das wäre schon eine gute Sache. Mopi. Scully bringen wir auch mal vorwärts. Irgendwo ist noch jemand. Steht das Biest... Ah, da. Da ist er doch. Der letzte Scharfschütze. Das Biest steht immer noch hier vorne rum und chillt. Na, die Hilfe habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, ne? Aber gut, der hat sich da jetzt hingelegt. Ah, Scully sieht ihn. Praktisch. Sehr schön. Damit haben wir die Mine wohl eingenommen. Denke ich. Munition und Schrott. So, was mit dem Biest? Ja, das geht jetzt wieder. Danke für die Hilfe. War total gut. Hat mir richtig was gebracht. Oh je. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Gut, wir nehmen mal die Kräuter auf. Gucken mal noch hier oben ins Haus. Ob es da noch was gibt. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Hier auch. Was haben wir hier? Eine FN-Fall, die brauchen wir aktuell nicht. Draußen ist noch eine Kiste. Oh, noch eine Drahtschere. Guck mal, er hat doch noch keine und ein paar Teile. Gibt's hier unten noch ein bisschen Altmetall und dann war's das hier, oder? Wo ist eigentlich die Mine? Normalerweise sieht man die immer. Sehe aber aktuell keine Mine. Weiß nicht, wo sie die versteckt haben. Ich weiß nicht, wo sie die versteckt haben, aber wir haben eine Mine, die uns 6000 pro Tag bringt. Nur, ich will mich nicht beschweren, ne? Nehme ich mit. Dann würde ich doch sagen, werden wir unseren Bravo-Trupp hier hochbringen, eine Miliz ausbilden. Und unser Haupttrupp geht einfach mal einen Sektor weiter. Wie ist denn das? Was ist eigentlich aus den Skulpturen geworden? Okay, das Biest haben wir durch und die Voodoo-Anhänger, das Biest. Da ist aber keine Quest mehr. Auch das mit den Verfluchter Wald. Ja, auch die Skulpturen haben alle aufgebaut. Okay, dann sind wir fertig hier. Dann bleibt jetzt uns tatsächlich nur noch der Kollege hier oben. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen hier erkunden. Alles. Und dann gehen wir da oben rein. Am besten mit den beiden. Hier gibt's noch auf jeden Fall ein Schild, was wir entfernen können. Das werde ich auch tun. Das werden wir, denke ich, wenn wir die Gebiete hier angucken, werden wir auch rauskriegen, was das ist und wie wir es wegkriegen. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal noch ein bisschen gemütlich hier um. Da ist schon ein Trupp drin. 15 Stück! Okay, 6 Hyänen. Und ein Keller. Da wird es auch interessant, was es da noch gibt. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Infos gibt es keine. Ich hoffe, ich drehe jetzt nicht irgendwo auf eine Mine. Aber Quests haben wir hier keine mehr. Das heißt, wir... Oh, hier gibt's noch was. Hui, was ist denn hier los? Jede Menge Leichen. Die Leichen sind von irgendwo flussaufwärts angeschwemmt worden. Da haben wir doch schon wieder eine neue Quest. So, ihr müsst mal nachladen, Kollegen. Was ist denn da los? Achso, die laden nicht nach, weil es keine panzerbrechende Munition mehr gibt. Das ist das Problem. Magic hat noch 2 Schuss. Gut. Das werde ich auf jeden Fall nach dieser Folge schnell machen. Irgendwo hingehen, wo es eine Werkstatt gibt und ein paar Sachen herstellen.
Vor allem Munition. That is your wish. So, mehr gibt's hier nicht. So, und jetzt war die Frage, die wurden von Fluss aufwärts angeschwemmt. Wahrscheinlich von hier, ne, wo die 15 Leute drin sind. Okay, man kommt, da ist auch kein Durchkommen. Links nicht, seht ihr, links und nach oben nicht. Das ist eine Sackgasse. Das ist eine klare Sackgasse. Dann gehe ich jetzt erstmal in den Sektor. Oh, der Sektor ist eine Erkundung wert. Schon hier gibt es offensichtlich was. Okay, ja, da hat es auch Leichen ohne Ende. Was? Puzzle, das du im Gefecht lösen musst? Das Team muss 3 Feinde mit Sturmgewehren oder MPs töten. Hilfe? Das heißt ja schon, es gibt hier Gegner. Okay, hier ist ein Schiff gesunken. Hier liegen Leichen. Oh ja, das sind... Oh, Infizierte hat es hier noch. Guck mal, da ist eine Untersuchung. Hier kann man was untersuchen. Das ist auch ein wilder Sektor. Okay. Ich dachte, wir haben die Tollwut besiegt. Okay, hier ist alles voll mit Infizierten. Mag ich nicht. Es war Nacht? Moment. Ja, es war Nacht. Oh, dass man das nicht irgendwie automatisch machen kann. Das ist schon ein bisschen fummelig immer. Achso, hier. Mal an, mal aus. Aber es bringt halt so viel, deswegen mache ich das ganz gerne. So, ich lege euch hin. Dann zielt ihr ja besser. Habe ich ihm auch einen Standfuß hingesetzt? Ja. Dann fange ich mal mit Dr. Q an. Hier, komm. Na? Ah. Wen nehme ich denn zuerst? Dann nehme ich ihn. Dann warte ich hier. Komm, dann fangen wir mit denen an. Was soll's? Weg. Hat keiner gemerkt? Doch, sie sind überrascht. Sie sind überrascht. Gut, Magic sieht nur ihn. Dann ist die Auswahl einfach. Sydney sieht niemanden. Der kann sich ja mal ein bisschen nach vorne bewegen. Moppy sieht einen. Der steht voll im Scheinwerferlicht. Weg. So, Scully hat Stufe 7 erreicht. Das ist ja wunderbar. Lass uns das doch gleich mal vergeben. Hui, dem haben wir ja auch Zeug gegeben. Die Gratisbewegung. Die Gratisbewegung. Wer noch keine Gratisbewegung hat, braucht Gratisbewegung. So, und Dr. Q bleibt hier stehen. Da kommt aktuell an keinen ran. Ist ja auch noch verborgen. Geh bis hier. Entdeckung, Punkte sparen, dann kannst du den nächsten Zug auf jeden Fall einen wegmachen. Die kommen nämlich jetzt eh. Jetzt entdecken sie Dr. Q. Das hilft ihnen aber nicht, ist zu spät. So. Hat er überlebt? Weg ist er. Oh, da oben ist noch einer. Na, die kriegen wir vielleicht jetzt weg. Barry könnte auch mal. Sehr schön. Und dann noch den da oben auf der Kiste. Das könnte doch Sydney machen. So, das war's schon. Dann gucken wir uns den Laden mal an. Okay, hier ist einiges, ne? So, wir machen das mal mit Dr. Q. Der hat ja Medizin. Untersuchen wir das mal. Jemand hat versucht, die vermeintlich Toten zu begraben. Okay. Auf der Plane waren mehr Leichen, aber anscheinend waren einige von ihnen nicht so tot wie erwartet. Ja, haben wir gemerkt. Das Schiff ist auf Grund gelaufen und hat seine schreckliche Leichenfracht verloren. Mhm. Medizinisches Versorgungsschiff, das voller Leichen ist. Operation. Jemand sollte die Toten begraben, die sich im befinden, ehe sich die Krankheit ausbreiten kann. Okay, okay, dann gibt es jetzt eine Operation. Könnten wir ja mal machen. Hier ist noch was. Die Mannschaft des Schiffes hat nicht überlebt. Ach, das ist die Mannschaft. Okay. Unter der Schiffsbeschatzung scheint es keine Überlebenden zu geben. Interessant. Ich muss jetzt doch mal ins Logbuch gucken. Charons Boot, ja. Okay, wir müssen sie auf jeden Fall begraben. Werde ich am besten gleich tun. Wie lange dauert das? Begrabe die Toten. Da brauche ich jemand. Wähle bis zu 4 Söldner und wir brauchen Kraft. Kraft und Gesundheit. Da haben wir ja einige. Das geht 6 Stunden. Das können wir problemlos machen. Auf geht's.
Das geht schnell. Das ist hier schon fertig. So, Bravo Drop hat D18 erreicht. Dann kannst du direkt anfangen, eine Miliz auszubilden. So. So. Wir haben sie begraben. Ergebnis, die Toten im Sektor wurden begraben. Wir haben jede Menge EP erhalten. Damit ist die Quest auch abgeschlossen, nehme ich an. Nein, ist sie nicht. Einige Leichen sind flussabwärts zum Sektor Dschungelufer D19 getrieben. Da waren wir aber doch schon. Das war ja hier. Dann lass uns nochmal dahin zurückgehen. Moppy ist müde. Jetzt ist der erste große Moment, wo wir das mal ausprobieren hier. Anwenden Moppy. Ja. Moppy ist nicht mehr müde. Traum. Absoluter Traum. So, dann gucken wir jetzt hier mal in den Sektor D19. Da waren wir ja eigentlich schon. Aber vielleicht sind die hier jetzt auch aufgestanden, ne? Das kann natürlich auch sein, dass sie jetzt hier, dass sie jetzt rumlaufen, ne? Sehe aktuell niemanden. Let's go. Right, let's get a move on. Ah, hier kann man jetzt was untersuchen. Das ging vorher nicht. Wer könnte dieses Boot gebracht haben? Es scheint darauf zu warten, dass die Toten aufgeladen werden. Das sieht ja auch lustig aus. Der wartet aber schon lang, ne? Operation. Es gibt ein geheimnisvolles Boot, das im Sektor Dschungelflussufer auf die Leichen der Verstorbenen wartet. Okay. Belade das Boot. Ist das wild. 4 Söldner mit Gesundheit und Weisheit. Bestätigen. 5 Stunden 45. Starten. Bin echt gespannt, was das gibt. Oh, wir waren angegriffen. Okay, jetzt fängt der Kampf. Okay. Na super, klar stehen die restlichen jetzt auf und wir stehen hier auf dem Steg, ohne Rückzugsmöglichkeit. Ein Traum. Absoluter Traum. Wichtig ist, es ist Tag. Das bedeutet, wieder umziehen. So. Ich würde Dr. Q tatsächlich schon nach hier vorne stellen. Gleich nach hier draußen, also nah genug an denen dran. Moppy kommt hier rüber, Scully hier rüber, Barry nach hier. Wir bleiben so weit hinten wie irgend möglich. Dass sie einen möglichst weiten Weg haben und starten. So, geht direkt los. Darf der Gegner jetzt zuerst? Oder darf ich? Oh nein, Dr. Q! Okay. Sehr schön. Weg. Weg. Der fällt jetzt instant um, weil wir haben ja diesen Perk, dass wir bei aufeinanderfolgenden Nahkampfangriffen auf unterschiedliche Ziele viel mehr Schaden machen. Deswegen ist der zweite jetzt direkt umgefallen. Und jetzt muss ich aber ein Stück weg. Möglichst so, dass ich außer ihrer Reichweite bin. Aber da dürfte jetzt eigentlich nicht so viel passieren, oder? Alter, die sind aber schon zäh irgendwie, ne? Zäh sind sie schon. Trotzdem dürfte da nicht zu viel passieren. Es sind nicht so viele. Wenn wir mal die um uns rum wegkriegen, dann ist doch das Schlimmste schon überstanden, denke ich. Aber er ist nur verletzt. Da reicht der Oberkörper, denke ich. Ja, Konflikt gelöst. Eines Tages wird das Boot der Toten den Sektor Dschungelflussufer D19 verlassen. Eines Tages. Oh, wir haben beladen. Guckt mal. Da waren wir aber fleißig. Da, ja gut, 5 Stunden 45 ist auch lang. So, Scully hat auch keine Munition mehr. Keine Panzerbrechende mehr. So, jetzt gucke ich nochmal ins Questlog. Müsste erledigt. Nee, es ist immer noch nicht fertig. Eines Tages wird das Boot der Toten den Sektor Dschungel... Ja, was heißt eines Tages? Muss ich jetzt noch was machen oder bin ich fertig? Oder gibt es jetzt nochmal eine andere Operation? Nö. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Wir gucken mal.
Eines Tages steht da. Vielleicht passiert ja da noch was. So, ihr macht weiter Miliz. Alle da. Jetzt ist Sydney müde. Dem pfeifen wir doch auch so eine Dings rein hier. Sydney ist nicht mehr müde. Das war der beste Tipp ever. Da brauche ich nicht mehr ständig warten. Und dann gehen wir in Anbetracht der Zeit trotzdem noch hier oben rein. Ich glaube, den unterirdischen Teil werden wir nicht mehr schaffen. Aber die 15, die gehen wir auf jeden Fall noch an. Jetzt ist wieder Nacht. Jetzt ziehen wir uns wieder um. Das ist ein bisschen... Ich glaube, ich lasse das Nachtsichtgerät einfach dauerhaft auf, oder? Also, es hat zwar keine Schadensreduktion, aber wir kriegen eh relativ selten Schaden. Gerade mit den Snipern, die das ja tragen. Die liegen doch sowieso immer am Ende der Welt. Warum ist Barry jetzt müde? Barry? Barry? Nimm mal statt dem da. So, zack. Barry nicht mehr müde. Wunderbar. Dann mal los. Wir brauchen dich gleich zum Granatenschmeißen. Moppy sollte 3 Feinde mit mindestens 3 anvisierten Kopfschüssen treffen. Das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Weil, wenn jeder von uns einen tötet, dann reicht das nicht. Dann, vor allem, weil da so viele Hyänen sind. Aber wir fangen gleich mal mit Moppy an. Ich denke, das ist eine gute Sache. Wenn Moppy gleich mal den ersten macht. Damit sind die Wauzis überrascht. Das macht aber nichts, die kommen trotzdem weg. So, jetzt ist er aufgewacht. Sehr gut, Barry räumt die weg, hat eine Treffsicherheit abgestaubt. Schön. Den Rest verteilen wir jetzt hier mal ein bisschen. Mal gucken, wo die Gegner herkommen. Ah, da hinten. Da hinten verstecken sie sich schon. Oh, die wissen von Barry, ne? Die wissen von Barry. Der kann aber nichts mehr, kann sich auch nicht mehr hinlegen oder so. Das heißt, wir müssen den Zug beenden. Er hat ja Reflexe. Da kommen sie alle. Da kommen sie alle. Barry legt sich hin. Schießt zurück. Dafür haben sie Sydney da hinten getroffen. Oh, Barry, nicht schlecht. LOL und Magic, also sie treffen alle, jawohl, jetzt schießt, jetzt, LOL, alles auf Magic. Von der einen Seite schießt die Legion, von der anderen Seite schießt Barry, immer schön Magic in den Rücken. Oh Gott, er sitzt ein bisschen im Weg, ne? So ein kleines bisschen saß er im Weg. Unangenehm, sehr unangenehm. Na gut. Moppy macht mal den nächsten Kopftreffer nach Möglichkeit, dass er seine Quest durchkriegt. Hello. Magic geht mal zur Seite. Am besten hier hinten in Deckung. Und verbindet sich mal. War jetzt ein bisschen unangenehm. Dr. Q ist noch verborgen. Springen wir mal dahin. Alle mal aus der Schusslinie hier. Barry schießt. Alle in Deckung. So, weg damit. Dann gehst du hier hin. Machst hier mal noch so einen Überwachungskegel. Ich glaube, das ist eine gute Sache. So, wer sieht hier noch jemanden? Scully sieht noch jemanden. Perfekt. Damit bleibst du verborgen. Sydney hat auch was abgekriegt, aber das ist nicht so viel. Ich bringe ihn trotzdem bis hier. Und lass ihn das bisschen verbinden. Ist ja kein Problem. Dr. Q spart sich die Punkte. Zugende. Ach, die können über den Stamm steigen. Dann ist natürlich meine ganze Überwachungszone hier. Okay. Wenigstens die Hunde. Oder Hyänen. Nicht auf Sydney, der hat sich gerade verbunden. So ein Mist.
Diese Reichweite, seht ihr das? Gleich Dr. Q ins Gesicht gesprungen. Wahnsinn. Okay, der kommt nicht so weit. Das ist gut. Da kommt noch ein harter Scherge. Dem werde ich helfen. Und noch eine Hyäne. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Jesus Christus, können die weit laufen. Was haben die denn für eine Reichweite? Na gut, es ist alles keine besonders berauschende Verletzung. Wir hatten ja Panzerung. Dr. Q holt sich gleich mal Rüstung zurück, indem er diese Hyänen hier entfernt. So. An den kommst du auch noch ran. Das ist ja perfekt. Weg. Weg, alles weg. Hier hin. Kopf runter. Ganz runter am besten. So. Sydney sieht doch den da... Nee, Sydney sieht niemanden. Dann geh mal bitte hier in Deckung. Oh, jetzt sieht er jemanden. Nee, sieht er nicht. Und verbinde dich nochmal bitte. Hä, er sieht doch... Irgendwie komisch. Na gut. Magic kann die Hyäne wegmachen. Hat sich gut verbunden. So, perfekt. Mittlerweile sind wir alle aufgedeckt irgendwie. Ich kann Moppy nochmal verbergen. Vielleicht kann er sich ein bisschen hier ranarbeiten. Ja, jetzt zieht er ihn. Das reicht sogar noch für eine volle Zielstufe. Weg damit. Moppy hat seine Quest abgeschlossen. Sehr gut. Zugende. Ah, da hinten ist noch einer. Ein Marodeur-Veteran. Er macht nichts. Das ist gut. Kann Moppy nochmal. Weg. Waren aber immer noch nicht alle. Dr. Q. I shall go. Was ist hier? Acknowledged. Sehe sonst gerade niemanden. So, Sydney hat sich gut verbunden. Der geht mal hier lang. Barry kommt mit. Scully kann auch ziemlich weit. Geh mal bis hier. Magic ist verletzt, den verbergen wir mal. Und gehen nach da vorne. Ja, da kommen nochmal zwei. Da dürfte jetzt aber nicht mehr allzu viel passieren. Weg mit ihm. Und weg mit ihm. So, das war's. Wunderbar. Dann haben wir den oberirdischen Sektor noch gemacht. Oh je. Noch mehr so Zeug. Wir haben mittlerweile eigentlich genug. Lass ich gnadenlos liegen. Hier ist noch ein Rucksack. Oh! Was zur Hölle? Der große Loot. Zwei Chips. Wahnsinn. Noch ein Nachtsichtgerät. Das geht jetzt an... Noch mal einen zum Umziehen. Das geht an Sydney. Der hat nämlich auch noch keins. Jetzt hat fast jeder eins. Außer Dr. Q. Der braucht keins. Mit der Machete triffst du auch so. Und Barry ist ja eh nicht einer unserer Scharfschützen. Und dann haben wir ein Heftchen für Treffsicherheit. Das könnten wir tatsächlich geben. Ich würde Sydney geben. Das von unseren Scharfschützen ist es der schlechteste. Und dann haben wir noch ein Heftchen für Technik. Das geht natürlich an Magic. So, sehr schön. Das war netter Loot. So, im 14. Noch eine Uzi. So, und das Letzte, was ich jetzt machen würde,
Ich glaube nicht, dass wir noch viele Chips brauchen oder dass noch viele super-mega-Waffen kommen, die wir groß mit Thermalzielfernrohren bestücken müssen. Deswegen würde ich jetzt anfangen, unsere Chips zu verbrauchen, das mache ich mal durch, um unsere Scharfschützengewehre auch noch mit einem seitlichen Aufsatz zu versehen. Da gibt es nämlich auch einen ziemlich guten, leicht erhöhte Chance auf heimliches Töten für jede Zielstufe, lässt Feinde und den Träger aufleuchten, das weiß ich nicht, fügt markiert bei 3 oder mehr Zielstufen hinzu, ich weiß nicht, was markiert ist. Eine Zielstufe wird automatisch zu jedem Angriff hinzugefügt. Das ist halt schon geil, ne? Ich glaube, das bauen wir drauf. Und da kostet halt jeder einen Chip, ne? Die kosten alle, bis auf die billigste Taschenlampe, kostet jeder einen Chip. Aber ich würde das nehmen. Eine Zielstufe zu jedem Angriff? Warum nicht? Lässt den Träger aufleuchten? Fällt mir ein bisschen schwer. Dann ist ja... Dann habe ich zwar eine höhere Chance auf heimliches Töten und danach leuchte ich wie ein Christbaum oder wie und jeder sieht mich. Mag ich nicht. Dann nehme ich lieber mehr Zielstufen. Wenn ich wüsste, was markiert ist, ne? Normalerweise hast du da ein extra Fenster, wo du das dann siehst. Können wir das irgendwo im Dings nachschauen? Warte mal. Gibt es da irgendwo, fügt markiert hinzu? Bei irgendwas? Weil da steht es meistens dabei. Bis ich das jetzt aber gefunden habe. Inspiriert. Moral. Verbinden. Moral. Niedergeschlagen. Nee. Nee. Markiert. Weiß ich nicht. Überwachung? Nee, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, was markiert bedeutet. Und wenn ich es nicht weiß, dann nehme ich es nicht. So, das heißt, die kriegen das Hintere hier. Drauf. Sehr schön. Das kriegt jetzt jeder auf sein Scharfschützengewehr. Drauf damit. So. Sydney noch. Ach, da gibt's das gar nicht für das Gewehr. Pech gehabt. Moment, hat der... Der hat aber schon ein... Ja, Thermalzielfernrohr. Dann geben wir das Sydney noch. Da geht's. Mehr, schief gelaufen. Jetzt hat. So, und Barry kriegt das auch auf seins. Warum nicht? Der muss ja auch was treffen. Barry verpassen wir jetzt mal das mit markiert. Ich will wissen, was es ist. Gucken wir mal. Das kriegen wir dann schon raus, denke ich. So. Hello. I don't see nobody's name on. Da haben wir jetzt ein paar von diesen Röhrchen verbraucht. Oh, ich habe da noch ein Heft, trage ich mit mir rum. Habe ich das jetzt gar nicht gelesen. Erhöht Gesundheit. Wo kommt das denn her? Dr. Q. Zack, mehr Leben. So. Jetzt gucken wir mal, hier geht's in die Höhle. Was ist das denn? Hä? Wo geht's denn da nach unten? Hier? Ich muss gerade mal kurz testen, wo es hier nach unten geht. Es gibt ja einen unterirdischen Sektor, das will ich jetzt noch schnell gucken. Nee. Wie kommt man denn da runter, um Gottes Willen? Gute Frage. Nächste Frage. Irgendwo geht's doch da nach unten. Irgendwo muss es doch da einen Abgang nach unten geben. Hier! Hier geht's runter, da unten geht's rein. Okay, wir haben's gefunden. Wir haben's gefunden, wir müssen hier runterklettern. Hier unten geht's rein. Okay. Habe ich hier eigentlich reingeguckt in diesen Rucksack? Ich glaube, ich bin nicht sicher. Okay, dann gehen wir nächstes Mal hier unten rein. Da hat's garantiert auch noch Gegner. Und gucken mal, was es hier unterirdisch gibt. Ach ja, da war der Sprengstoff drin.
Ich werde in der Zwischenzeit zur nächsten Folge eventuell... Wo ist denn die nächste Reparaturwerkstatt? Am Arsch der Welt, ne? Wo ist die nächste Reparaturwerkstatt? Bei Flat geht das doch sicher im Sektor, oder? Ich glaube, ich werde hierhin zurückgehen, werde Magic mal verbinden, werde unsere Gegenstände reparieren und gucken, ob ich hier Munition herstellen kann. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder hier oben. Das ist ja eh eine Sackgasse, das heißt, hier hoch geht sowieso nicht. Wir müssen dann außen rum. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge den unterirdischen Sektor noch an und dann fangen wir an, die letzten 2, 4, 6, 8, 10, die letzten 13 Sektoren uns anzugucken. Viel mehr gibt's nicht mehr. Ich bin gespannt. Wir nähern uns dem Ende und dem Major und dem Präsidenten. Ich bin sehr gespannt, was uns da noch erwartet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.